plus 20% Schaden mit Machthieb-Abschluss, wenn die Combo-Anzeige plus 30 zeigt. Da siehst du schon den ersten Hinweis darauf, dass die Kombos ja doch Sinn machen irgendwann. Können wir überspringen, Gott sei Dank. Man muss sich die Sequenz nicht immer angucken. Das ist bestimmt Ambrosia oben drauf, weil auf jeder Statue bis jetzt Ambrosia war. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Das habe ich ja auch schon mal gesehen. Wahrscheinlich musst du an den Markierungen, die hier sind, das erfüllen, was da vor Ort ist. Und dann kriegst du hier nochmal eine Spezialbelohnung. Ist das Spiel besser als Assassin's Creed? Als Valhalla macht mir das auf jeden Fall mehr Spaß. Valhalla ist an so manchen Ecken einfach verkorkst. Das, wo man einfach denkt, da wäre mehr drin gewesen. Wo das hier einfach an allen Stellen ziemlich sauber läuft. Also von Gameplay-Entscheidungen etc. Da kann man ein bisschen streiten drüber. Nein, ich bin durch Valhalla noch nicht durch. Bin bei Valhalla bei 30%. Was ja auch nur 32 Stunden sind. Was sind schon 32 Stunden im Assassin's Creed? Der Weg ist das Ziel. Ach, das ist Ares. Ich bin Ares, der mächtige Gott des Krieges. Ich reiße dich in Stücke und zermalme dich zu Staub in meinen Pranken. Großer Ares, mein Name ist Phönix. Ich bin gekommen, um Typhon zu besiegen. Und dafür brauche ich Hilfe von dir, dem Gott des Krieges. Glaubst du, meine mächtige Klinge stünde jedem Dahergelaufenen zur Verfügung? Mach dich nicht lächerlich. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich schaffe es nur nicht ohne dich. Meine Geduld ist am Ende. Flieh, Sterblicher, bevor du Zeuge deines vernichtenden Untergangs wirst. Ich werde mich an deiner Leber laben und an deinen Augäpfeln und zu guter Letzt an deinem zitternden, furchtsamen kleinen Herzen. Mist. Na schön, ich bin aufgeflogen. Bring es hinter dich, rupf mich, dann hat das Schleid ein Ende. Na los! Was? Nein, nein, beruhige dich, ich... Entweder du erweist mir die Ehre, oder die übernehmen das. Ich dachte, sie haben an der Lippensynchronität gespart beim Bären. Aber jetzt gar nicht der Bär.
Der Bär wird sein Freund sein. Sprich mit dem Hahn. Gut, jetzt nimm auch mein Leben. Schlitz mich auf. Ich bin ein Huhn. Ein armseliges, gackerndes Federvieh. Papa! Ich suche nach Ares. Ist er nicht? Ich bin es. Ich war einst der mächtige Kriegsgott. Nun bin ich nur noch ein Haufen Federn. Bist du sicher? Hinterlässt der Bär im Wald seine Haufen? Verzeih. Rupf mich schon. Erspar mir diese Schande. Aber du bist Ares, der mit seinem Wagen an vorderster Front kämpft. Sparta verdankt dir all seine Siege. Wo ist dein berühmter Stolz? Dein unbändiger Zorn? Hättest du nur unbändigen Zorn, dann hätte das hier ein Ende. Niemand schert sich noch ein Korn um mich. Seit wann kümmert den mächtigen Ares die Meinung anderer? Du hast Kriege entschieden. Du kannst auch Typhon besiegen. Du kannst doch immer noch Pläne schmieden, oder nicht? Sieh mich an. Ich kann nicht mal ein Schwert halten. Ein Papa auf dem Schlachtfeld und alle lachen mich aus. Selbst meine geliebte Aphrodite wies mich ab, als sie mich sah. Wer weiß, vielleicht hat sich ihr Blatt gewendet. Du hast leicht reden. Du hast eine strahlende Zukunft vor dir. Ich habe nur deine Kniescheiben vor mir. Papa! Sieh mal, meine Kameraden, die Leute aus der Stadt, mein Bruder. Sie alle wurden von Typhon verflucht. Sie brauchen deine Hilfe. Du kannst mein Herz so sehr erweichen, wie du willst. Aber Tatsache ist, dass dieses Tier dir nicht helfen kann. Ich bekomme Aphrodite nicht zurück. Und du kannst keinem Huhn den Hals umdrehen. Dein Bruder ist so gut wie tot. Hey! Geh, ich will in Ruhe weinen. Was ich allerdings auch nicht kann, weil Hühner ihre Emotionen nicht durch Tränen ausdrücken. Sie fressen sie in sich hinein, für alle Ewigkeit. Dann werde ich Aphrodite sagen, dass du aufgegeben hast. Was war das gerade? Ein Huhn ist eben ein Huhn. Ich sag dir besser gleich, dass du nicht kampftauglich bist. Vergessen wir deine Essenz, du wirst dich nie zurückverwandeln. Schön. Sag ihr, wie nutzlos ich bin. Selbst wenn mir die Essenz helfen könnte, schafft es sicher kein Sterblicher in das Gewölbe. Also vergiss es. Ist schon vergessen. Aber nur so aus Neugier. Wo wäre dieses Gewölbe denn? Da unten, verborgen hinter Trümmern. Man kann es nicht freilegen. Auch nicht mit diesem riesigen Speer? Probieren wir es. Bär, kannst du mir helfen? Das Huhn ist so super animiert. Blöder, richtig positionierter Riesenspeer. Die Höhle ist offen. Dann gehe ich mal rein. Gut. Ist deine Beerdigung. Ruhe in Frieden. Eines noch. Deine Chancen sind gleich null. Aber mit meinem Segen werden daraus 0,1. Sieh mich an.
Du bist nicht bereit. Ach, wundervoll. In welche Richtung war jetzt die Höhle? Naja, das ist der Grund, den wir suchen. Und wie ihr gemerkt habt, spiele ich doch noch eine Folge länger. Mein Sohn ist ein Huhn. Das passt ja. Er war vom ersten Tag an eine einzige Enttäuschung. Säuglinge. Richtige Schmarotzer. Rennt doch alle einfach immer weiter weg. Und ja, ich wollte schlafen gehen. Ja. Erzähl den Streamer nie davon, was er wollte. Mal sehen, ob jetzt wieder die Info kommt, dir fehlt eine Fähigkeit, um hier durchzukommen. Gewölbe des Ares. Die Rache wird mein sein. Habe ich den Infotext nicht gelesen. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wahrscheinlich nicht so gedacht. Oh mein Gott. Die Dinger sind echt wie Luft, sobald die aktiviert sind. Lass mich raten, das wird doch dann der Feind sein, den wir bekämpfen. Was diese Ketten hier wohl festhalten? Ach, machen wir einfach mal kaputt. Fand Phoenix eine in Ketten gelegte Statue, die aussah wie Kottos, der Hundertarmige. Was hat ihn verraten?
Seine 100 Arme? Er hat nur 4. Diese Ketten lassen sich also brechen. Was bringt Ares seinen Segen überhaupt? Die Kombo-Anzeige hält doppelt so lange, bis sie zurückgesetzt wird. Dieser Ort ist wie Ares. Chaotisch, gefährlich und muss aufgehübscht werden. Was ist es eigentlich genau, was dich an Ares so stört? Ich hatte mehr erwartet. Er fängt Kriege an, stürmt einfach los. Er ist so chaotisch und alle, die zu ihm beten, drehen durch. Er bringt nie den Müll raus, selbst wenn Hera ihn dreimal darum bittet. Aber ich habe damit abgeschlossen. Wir scherzen nur noch darüber. Vielleicht tut er all das, abgesehen von der letzten Sache, nur weil er seinen Vater beeindrucken will. Vielleicht will er, dass du ihn ernst nimmst. Ach, der denkt einfach nie darüber nach, dass seine blutrünstigen Aktionen alle ins Chaos stürzen. Der wird und wird nicht erwachsen. Man sagt, ja, Nachahmung sei die höchste Form der Anerkennung. Die höchste Form der Anerkennung ist, als Adler jemanden zu entführen, um mal allein zu sein. Frag Ganymedes. Ich muss sagen, eigentlich habe ich noch gar nicht so richtig verstanden, wie ich das machen soll alles. Ach so. Der Strahl zeigt mir an, wie weit ich den schleuder. Bevor er zum Stehen kommt. Ach, Kacke. Obwohl, brauche ich den überhaupt? Bestimmt brauche ich die nachher noch wegen irgendwas. Ich kann, glaube ich, relativ viel durch Durchgleiten schon schaffen. Halt, stopp! Genau, halte ich an dem einfach fest. Das passt alles schon. Ich glaube,
Es wird ja eigentlich davon ausgegangen, dass du diese Fähigkeit noch nicht hast. Du brauchst sogar nur eine große Truhe. Wenn ich entkomme, werde ich einen endlosen Krieg führen. Da ist auch ein Schild vor. Ach, schrecklich. Das Gewölbe hat keinen hohen Schwierigkeitsgrad, es ist einfach nur riesig. Sie war zeitaufwendig. Wollte ich aufgrund eurer Nachlässigkeit hier von der Seite runterfallen? Ups, stopp! Oh, so eine dämliche Kacke. Das war der richtige Weg. Ach komm, ich war nicht mal gelandet.
Bam, bam. Es war Zufall, dass ich die Kiste finde. Was soll's. Gerne mal in anderen Spielen auch so gut laufen, ey. Also Spiel mit Ausdauer. Ach, Menno! So, letzter. Jetzt kann ich in aller Ruhe mal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Das ist der Punkt. Da wird der bestimmt nicht reichen. Ah, doch. Gut, gut. Schwer genug. Nächste Kette kaputt.
Irgendwie bekomme ich gerade kalte Füße. Also in Wirklichkeit kalte Füße, nicht kalte Füße in Form von, dass ich Angst oder Sorge hätte im Spiel. Ich würde doch darauf spekulieren, dass jemand Fenster aufgemacht hat. Ich reise mit dir. Dum 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 dum. Tja, tschüss. Diese dämliche Windstreiche, ich war nicht mal auf der Höhe von denen. Verdammte Hacke. Da oben ist was versteckt. Kannst du dich einfach weiter ranziehen? Einfach geht hier gar nichts. Aber hierüber kann ich gehen. Turboblitz! Du dämliche Scheiße. Entschuldigung. So, jetzt kann ich den ranziehen. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich so gedacht ist, aber es hat trotzdem funktioniert.
sah zwischendurch auf jeden Fall ein bisschen unhandlich aus. So kann man die natürlich auch auf den Weg bringen. Ja, tschüss. Ach, warum hast du mich allein gelassen? Da rutsche ich ab. Nee, ich hätte auf dem Ding sein müssen. Das bringt mir gerade nichts. Oder ich mache wieder Trickserei und nehme den zweiten auch. Ja, du dämliches Teil, ey. Das konnte ich ja nicht weit genug runterschleudern. Hilfe! Bleib dran! Du vermaledeites Ding. Jetzt gerade lerne ich endlich, wie das eigentlich funktionieren sollte hier. Typhon wird in meiner Wut ertrinken! Ich habe das vorher voll umständlich gemacht. Hallo Panther. Okay, ich fühle mich ein wenig irritiert. Ach so, ich hole hier eine Kugel.
Ding muss dazwischen. Geh weg, Kackkugel. Ich hab's schon dazwischen klemmen sehen. Du ahnst nicht, was für ein Krieg sich in dir zusammenbraut. Denk mal, hier wird dasselbe sein. Ach, wahrscheinlich muss ich hier zwei Kugeln sogar durch den Parcours bringen. Also muss hier die Kugel abgeblockt werden. Im Weg. Mein Gott, schon wieder fast 45 Minuten vergangen. Die Zeit fliegt aber auch in dem Spiel. Oh nein! Der fehlte noch. Na komm, rüber mit dir. Das waren alle Ketten. Oder ist das am besten ein Goldgegner, den ich nicht besiegen kann? Oder auf den ich wirklich 1 Million Schläge ausüben muss? Als die Ketten gesprengt waren, schien die Statue? Schien die Statue? Schuppenflechte zu bekommen. Ach nee, sie fängt an zu leben. Das ist eine Schwachstelle oder... Ach, da ist mein neues Monster unterm Bett. Na, weg da!
diese Steine aus dem Boden beschwören, erinnert mich jetzt an die Seven Deadly Sin, an den Riesen. Das ist eine Spezialfähigkeit von ihr. Und ich wette, der letzte Gegner in dem Spiel hier hat mehrere Phasen. Weil da will Ubisoft dann wieder auf die Kacke hauen. Wie alle Entwickler immer. Hey, der letzte Fight muss der schlimmste sein. Sonst bringen wir die Leute nicht genug zum Kacken. Denn das Oberschenkel... Bis jetzt gab es auch keine mehrphasigen Gegner. Ich habe es immer prognostiziert. Aber der Endgegner wird bestimmt mehrere Phasen haben. Oh, der bringt vor allem wieder richtig schön viele Kristalle. Ich schieß dir meinen Pfeil in deine Höhle. Es geht durchs Tuch durch. Sehr gut. Da geht er dahin mit seiner ganzen heißen Luft. Kotos, der alles endlich passiert sehende. Hier mal was. Phoenix, der alte Wadenbeißer. Das ist die Essenz von Ares. Hey! Hä? Ja, es wird auch wieder irgendjemand anderes sein. Hat auf jeden Fall einen ganz schön haarigen Arm. Herkules? Mich hören? Ares schickt mich, seine Essenz zu holen! Heiligen Göttern, wer war dieser Dieb? Ich hoffe, Ares weiß, was zu tun ist. Wenn Ligyro nicht versteinert wäre, hätte er die Essenz sicher schon. Und einen Orden obendrauf. Phoenix, streng dich an!